quietscht nicht mehr. Heute soll es allerdings nicht um einen neuen Mikrofonarm gehen, meine lieben Freunde, denn wir schauen uns heute dieses Video hier an. Mit diesen 8 Geheimtricks Sprachenlernen Bubble. Glänzende Früchtchen. In Werbefilmen oder auch auf Plakaten sehen besonders Früchte immer zum Anbeißen aus. Ich glaube, aber, und das habe ich auf TikTok gesehen, weil da so ein Videograf gezeigt hat, wie er das gemacht hat. Den solltet ihr nicht folgen. Nur mir folgen. @LaserLuca und @dickunddoof. Das sind auch gute TikToks. Ich wollte ganz kurz was vorlesen. Kannst du lesen? Spaß beiseite, Freunde. Auf jeden Fall habe ich so ein TikTok gesehen auf meiner For You-Page, wo eine Person gezeigt hat, wie das gemacht wird, dass Früchte so glänzen. Und zwar haben die dann einfach so ein Spray, wie so ein Desinfektionsspray, aber da ist halt einfach Wasser drin. Und damit besprühen die die Früchte, sodass das dann halt in der Kamera irgendwie krasser aussieht. Wer denkt, dass ein einsamer Praktikant stundenlang an Äpfeln herumpoliert, der kennt die heutigen Methoden noch nicht. Der Glanz der Früchte kommt nämlich weder von Photoshop noch von Politur, sondern ganz einfach aus der Dose. So. Oh. Da gibt's richtig so ein Spray für? Ich dachte, man nimmt einfach so ein Wasserspray. Genau, es gibt ein spezielles Glanzspray für Lebensmittel. Crazy. Es beeinträchtigt weder Geschmack noch Konsistenz, verleiht den Früchten oder auch kleinen raffinierten Torten aber einen schönen Glanz, der sie noch attraktiver macht. Das heißt, theoretisch, wenn Freunde zu mir kommen, man bereitet so ein paar Snacks vor, dies, das, habe ich noch nie gemacht eigentlich. Aber nehmen wir mal an, ich würde es machen, dann könnte ich, wenn ich da so 3 Äpfel hinstellen würde und so ein bisschen Himbeeren und Blaubeeren, aber dann würde ich auch nicht solche Snacks vorbereiten. Dann würden da Chips und Pizza stehen wahrscheinlich. Aber dann könnte ich auf jeden Fall dieses Spray kaufen, einfach da drauf spielen, dann würden meine Freunde denken, boah, wie aus der Werbung, Digga. Rasierschaumcreme. Bei vielen leckeren Desserts wird Creme verwendet. Sei es aufgeschlagene Sahne oder Mascarpone-Creme. Mhm. Eines haben sie gemeinsam. Nach einer gewissen Zeit fallen sie langsam in sich zusammen. Ach, lol. Habe ich mir ja gerade selber beim Anschauen erklärt. Es ist halt einfach so, dass Eis etc. irgendwann schmilzt, aber Rasierschaum wahrscheinlich, klar, irgendwann schmilzt er natürlich auch. Oder geht in sich ein oder so, aber er steht wahrscheinlich besser. No sexual. Gerade bei gestapelten Desserts im Glas kann das ziemlich unschön aussehen und den Fotograf in den Wahnsinn treiben. Mhm. Deshalb wird oft eine nicht essbare Alternative verwendet, okay. Der Rasierschaum. Er hat eine ziemlich ähnliche Konsistenz und Aussehen wie aufgeschlagenes Eiweiß und braucht sehr lange zum Zusammenfallen. Stellt euch mal vor, dann kommt da so ein Praktikant nachher oder die, keine Ahnung, Reinigungskräfte und räumen das dann nachher auf. Und die denken sich dann so, boah, voll das leckere Tiramisu. Und essen das dann so. Ist mir ein bisschen kontraproduktiv. Der konstruierte Kuchen. Torten und Kuchen sehen auf den Werbetafeln immer so köstlich aus. Mhm. Schneidet man sich zu Hause ein Stück aus der fluffigen Vanillecremetorte, fällt alles auf dem Teller in sich zusammen und sieht überhaupt nicht so aus wie im Werbespot. Boah, ich mag ja Torten gar nicht, ne? Ich mag auch Kuchen eigentlich nicht. Bin gar kein Tortenkuchen-Mensch. So von wegen, ja, Kaffee, Kuchen. Nee, hasse ich beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Torte und Kuchen, wäre es hundertprozentig Kuchen. So Käsekuchen oder russische Zupftorte. Das ist ja dann auch eine Torte. Kann es sein, dass du dumm bist? Das liegt daran, dass die Torte dort gar nicht so real ist, wie es scheint. Okay. Tatsächlich wird zwischen die Kuchenböden oft Wellpappe gelegt, damit die Stabilität der Torte gewährleistet ist. Mhm. Nur auf die sichtbaren Ränder wird dann etwas von der Creme gespritzt, die dann vermutlich aus Rasierschaum ist. Also, dann sind so Torten in so Werbeclips eigentlich immer irgendein Pappekonstrukt. Und nur außenrum ist dann was. Mich verarscht oder was? Klebrige Milch. Kaum zu glauben, aber noch nicht mal die Milch in der Cornflakes-Werbung ist echt. Diese würde die Cerealien nämlich viel zu schnell matschig machen und sie würden auch noch in ihr versinken. Viel besser zum Ablichten eignet sich da weißer Bastelkleber. Die nehmen weißen Bastelkleber statt Milch in solchen Werbungen? Das kann aber auch nicht in jeder Werbung der Fall sein, oder? Weil voll oft haben die ja auch so eine Animation, wie das dann irgendwie da reinfällt und dann Kelloggs fallen da rein und dann so Slow-Mo-mäßig. Dazu kann zum Beispiel eine Schüssel so präpariert werden, dass nur der obere Teil mit Kleber bedeckt werden muss. Platziert man hierauf die Cornflakes, sinken diese nicht zu Boden und sehen auch noch nach Stunden so frisch aus wie am Anfang. Crazy. Jetzt hab ich richtig Bock auf Cornflakes. Ich bin so ein richtiger Frühstücks-Cornflakes-Mensch. Ich esse zwar auch häufig Brot zum Frühstück, weil es nahrhafter ist. Das esse ich dann häufig, wenn ich mehr Zeit habe, aber wenn es auf die schnelle, kurze geht, ne?
ihr gerade noch eine Schale Cornflakes gegessen? Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingscornflakes sind. Zuckernudeln. Ein dampfender Teller voller Nudeln aus dem fernen Asien. Lecker. Mal abgesehen davon, dass der heiße Dampf in der Werbung auch nicht echt ist, dieser kommt nämlich meist aus der Maschine, glänzen die Asianudeln auf dem heimischen Teller auch nicht so schön wie auf den Fotos. Warte mal. Das heißt, wenn es um eine Nudelwerbung geht, sind weder die Nudeln echt, noch der Dampf? Ey, sorry, aber wen wollt ihr denn verarschen? Ich dachte, McDonald's wäre schon krass, wenn diese Cheeseburger in der Werbung übel fluffig aussehen und dann echt kriege ich so ein zermatschtes Schuhsohlen-Burger-Brötchen. Ein einfacher Trick, den sich die Fotografen zunutze machen, sorgt dafür, dass die Nudeln glasiger und köstlicher daherkommen. Okay. Zumindest optisch. Mhm. Dazu wird einfach etwas Glukosesirup, also eine aufgekochte Mischung aus Wasser und Zucker, mit den Nudeln vermengt. So sehen diese nicht so schnell matt aus, wenn sie einmal ausgetrocknet sind. Boah. Ey, ich dachte, es wäre mal richtig geil, so Food-Werbungen zu drehen, weil man dann richtig viel von so geilem, angerichteten Essen essen kann. Aber das ist ja nur doppelt scheiße für einen selbst, weil man sieht dieses Essen, kriegt dadurch Hunger, aber darf es nicht essen oder kann es nicht essen, weil das nur chemische Sachen da drin sind. Das geht doch nicht. Stabiler Schaum. Kein Kellner dieser Welt bekommt eine Schaumkrone auf das Bier gezaubert, die lange genug für das Abdrehen eines Werbeclips anhält. Damit nicht alle paar Minuten nachgebessert werden muss, hilft den Filmemachern ein ganz üblicher Haushaltshelfer. Aber warum? Ich sehe schon hier Geschirr und Spülmittel packen die da rein. Ich wollte gerade fragen, warum bessern die denn nicht alle paar Minuten nach? Ist doch chillig. Können alle mal was trinken, aber dann wird die Werbung wahrscheinlich über den Tag immer schlechter, die dann drehen. Denn der Schaum des Reinigungsprodukts hält sehr viel länger an als der von Bier. Doch nicht nur beim kühlen Weizen oder Pilz kommt es zum Einsatz von Spüli. Es hilft auch bei der besseren Präsentation von Milch oder auch Kaffee. Was? Spüli. Glukose, Kleber, alles Mögliche wird da irgendwie verwendet, aber nicht die eigentlichen Inhaltsstoffe. Eis aus Plastik. Benutzt man große Scheinwerfer, die eine Menge an Energie abstrahlen, so ist die Arbeit mit Speiseeis und Eiswürfeln am Set nicht unbedingt einfach. Okay. Deshalb greifen viele Foto- und Videografen nicht auf richtige Eiswürfel zurück, sondern benutzen welche aus Plastik. Diese sind tatsächlich einfrierbar und können mehrere Male verwendet werden. Ja, perfekt. Weil Eis kann ich noch verstehen, dass man da kein echtes Eis nimmt. Das schmilzt ja wirklich weg. Und wenn du so einen schönen Eiswürfel hast innerhalb von 20 Sekunden in einem Getränk oder in so einem, gerade wenn man so einen, in so einen Kaffee so ein Ding reinmacht, dann in Milch, dann saugt er sich voll, dann sieht der kacke aus relativ schnell. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen als ersten und einzigen Trick hier bisher. Für die Aufnahmen reicht aber die Positionierung im Glas Whisky oder Cola. Denn niemand wird sehen, ob das Getränk auch wirklich kalt ist. Okay. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Kartoffeleis. Das gleiche Problem wie bei den Eiswürfeln haben auch Fotografen, die Speiseeis möglichst attraktiv in Szene setzen müssen. Mhm. Die leckeren Kugeln schmelzen einfach viel zu schnell und verlieren nach und nach immer mehr ihre Form. Ja. Ein guter Ersatz für Speiseeis ist zum Beispiel gefärbtes Kartoffelpüree. Ich werde nie wieder eine Eiswerbung richtig gucken können. Ich werde dann immer denken, das ist da Kartoffelpüree auf diesem Waffelteil. Das macht mir gerade alles kaputt. Ist aber auch egal, meine lieben Freunde, denn damit ist das Video jetzt auch beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt selbstverständlich auf die Glocke, um weitere Videos hier auf dem Loopgroup-Kanal zu verpassen. Ich esse jetzt Kartoffelpüree aus der Waffel.